Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Disney Legacy Challenge mit unserer lieben Margret. Das ist unsere Cinderella. Wir sind in Generation 2 und wir starten dort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Sie badet ihren Juicy. Und wenn sie damit fertig ist, schauen wir mal, wie es ihr geht. Es ist Samstag, 16.48 Uhr. Ihr geht's recht gut. Kann sie sich noch um diesen kleinen Matzel hier kümmern, lobe ihn mal und bitte ihn mal, das Geschäft zu erledigen. Dann kannst du hier noch die Schüssel füllen und dann kann sie, ach ja, hier ist unsere Mama. Wir haben nämlich einen Übernachtungsgast, die bleibt noch bis Montag. Ja, und dann kann sie sich hierher setzen und dann soll sie ein Stickobjekt machen. Nach Muster sticken und zwar Redensarten und Maskottchen. Einen mittleren Ring nehmen wir und blaue Lama-Wolle, pinke. Wir haben weiße Lama-Wolle, weil wir ja ein Lama haben. Ich nehme mal das hier. Schwarze Lama-Wolle haben wir nicht. Oder haben wir noch eins, was gar nichts kostet? Nein, dann nehmen wir das hier. Da haben wir immerhin ein bisschen was gespart. Und wir gucken in der Zeit mal. Wir haben natürlich arges Gewitter. Ja, wir haben hier gerade einen mittleren Ring angegeben, Zwerg, da wurde noch niemand, also da hat noch niemand darauf gewartet. Oh, die Qualität ist schlecht. Das werden wir vielleicht auch gleich verkaufen. Immerhin 119 Simoleons, aber die Qualität war schlecht, das ist nicht gut. Wir haben hier noch einen Tierhaufen zum Düngen, das ist auch nicht schlecht. Oje, oje. Und dann schauen wir mal noch, was unser Bestreben macht. Bei unserem Bestreben müssen wir noch zwei Hunde bzw. Katzen befreundet sein. Deswegen werden wir mal zu diesem Hundepark reisen. Und dann haben wir hier Karriere. Da hat sie ihren Bericht abgeschlossen. Sie hat gerade noch frei. Sie braucht die Logikfähigkeit und die Schreibfähigkeit. Ja, gut. Unser Lama ist versorgt. Hoffe ich jedenfalls. Da können wir gleich mal gucken. Ja, Futterstand ist halb, ansonsten ist sauber. Bei unserer Mama waren wir schon. Und kannst du hier vielleicht mal düngen? Auf jeden Fall kannst du erstmal alles verkaufen. Mama, wo gehst du hin? Wir haben hier ein Klo. Okay, jetzt ist sie weg. Aber das macht nichts. So, sie stickt jetzt noch fertig. Warum kann sie denn da nicht düngen? Ah, sie hat noch keine Gartenfähigkeit, deswegen. Oh, das musst du aber fortsetzen. Oh nein, es ist fertig. Dann bietet das mal auf Plopsi an. Oh, Besuch, Besuch. Unser Bruder ist da. Da kannst du ihn mal hereinbitten. Was muss sie hier machen? Nacherfüllen von Wünschen über Ängste reden. Das können wir dann mit der Mama mal machen. Da sind wir freundlich zu Margareta und dann kann sie über ihre Wünsche reden. So, dann soll sie hier mal aufräumen. Warum kannst du nicht aufräumen? Geht das nicht da rein? Doch. So, und unsere Schwester ist auch noch da. Marie, hallo. Komm hier rein. Sie schläft eine Runde. Aber nachdem sie die Marie begrüßt hat, wird sie jetzt erst einmal in die Bar gehen, wenn die beiden da sind. Kelly ist älter geworden. Kelly ist von einem Welpen zu einer erwachsenen Hündin herangewachsen. Sie kann jetzt schwimmen, Treppen hochgehen, spazieren gehen, Tricks lernen. Wenn sie nicht sterilisiert ist, kann sie sich mit anderen Hunden paaren. Ein Hoch auf Kelly. Herzlichen Glückwunsch, Kelly. Wo ist er denn? Hallo Kelly, wo bist du? Da! Süß! Gesicht schlecken lassen. Wegen Hundewerk mal. Dann mach das doch mal. Oje, das sieht ein bisschen komisch aus. Jetzt ha. So, oh, du machst ein Männchen. Was machst denn du da? Können wir es ihm belehren über irgendwas? Einen ganz besonderen Schmatzer können wir ihm geben. Ne, er scheint nichts falsch gemacht zu haben. Und an Lieblingsstelle kratzen. So, und dann würde ich sagen, fahren wir mal kurz in die Bar. Vielleicht treffen wir ja jemanden. So, wir sind angekommen. Schauen wir mal. Also unsere Geschwister haben wir zu Hause gelassen. Wir gucken mal, ob unsere Prinzen hier auch da sind. Im Moment noch nicht, aber wir gehen mal rein. Sie hat Angst. Hallo, guten Tag. Können wir vielleicht was zum Essen bestellen? Da kannst du noch zu Abend essen. Eine Fleischpastete. Wer ist hier gekommen? Vanessa Jansen. Hier oben haben wir einen Herren. Der Herr Landgrab, den brauchen wir aber auch nicht. Wer bist du? Fabio Watson. Das ist auch keiner unserer Herren. Aber wir können den Herrn ja mal eine SMS schicken. Vielleicht kommen die noch. Das ist unser Mark Voss. Das war einer der Herren, oder? Eine SMS schicken. Und unser Konstantin.
Konstantin ist da, er ist gekommen. Ich habe gar nicht gesagt, dass der kommen soll. Hallo Konstantin, grüß dich. Rede mal mit ihm über Veränderungen in der Nachbarschaft. Rede mal über Träume. Ach, wie schön ist das denn? Unser Konstantin kommt zu uns. Und mit dem Marc hat sie, ich habe das mal kurz angehalten, weil ich noch ein Bild machen möchte, mit dem Marc hat sie keine Kompatibilität, mit dem Konstantinopel schon. Schön, und sie unterhalten sich hier und da kann sie doch vielleicht mal anfangen zu flirten, oder, wenn er kommt? Über Fitnesstechniken reden. Sei mal noch mal freundlich zu ihm. Redet mal über Interessen von Hunden, schwärmen. Margret hat folgendes Merkmal erfunden. Er ist herausgefunden, er ist aktiv. Das ist schön, da hat sie schon ein Merkmal gefunden. Erzähle ihm mal eine unglaubliche Geschichte. Margret ist eine Hundefreundin Sims. Die Hunde lieben, sind in Gesellschaft von Hunden glücklich. Ja, das wissen wir ja schon. Und Konstantin ist heldenhaft. Und ja, wir brauchen Helden als Prinzen, ist klar. So, machen wir noch mal eine freundliche Aktion. Komplimente. Nein, nicht wegen, also das ist ja Quatsch mit über Gesichtsbehaarung, so ein Quatsch. Machen wir Smalltalk. Frag ihn mal nach der Karriere. Und sie macht einen netten Eindruck. Und können wir ihn vielleicht so ein bisschen romantisch flirten? Frag ihn mal, ob er Single ist. Und mach ihm mal ein Kompliment übers Aussehen. Das ist noch nicht sehr verfänglich. Er ist Single, das ist sehr gut. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Und? Ja, er hat Herzchen. Nochmal Herzchen. Aber es kommt keine Liebesleiste. Wir unterhalten uns jetzt nochmal. Wir erzählen ihm nochmal eine lustige Geschichte. Werden nochmal über Interessen reden. Und stopp, ist das der Marc? Nein, der Marc ist nicht gekommen, ne? Nein, der hat nicht wirklich Interesse an uns, glaube ich. Konstantin raten, den Traumjob anzunehmen. Das machen wir doch mal. Hatte er einen Job? Ich hatte ihn doch gefragt, oder? Nein, ich habe ihn nicht gefragt. Nur, dass er Single ist, habe ich gefragt. Interessante Idee, Margret. Ich habe schon darüber nachgedacht, welche Arbeit mich am meisten befriedigen würde. Ich werde dir bald Bescheid geben, wie ich mich entschieden habe. Ja, supi. Gut, dann können wir dich umarmen, weil ich würde schon gerne dich umarmen. Können wir das körperliche Nähe knuddeln? Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen, das ist alles noch zu früh. Flirten, umarmen können wir da auch nicht. Die Nummern könnte man noch austauschen, dass wir uns immer treffen können. Daniel, wie, was hast denn du für ein Bart? Hast du dich gefärbt? So, sie tauschen jetzt die Nummern aus und ich gucke jetzt nochmal bei freundlich. Irgendwo kann man sich doch umarmen, oder? Bei Aktivitäten? Nein. Ach je. Aber sie könnte noch mal über Ängste reden. Das muss sie ja machen hier. Allerdings nach dem Erfüllen von Wünschen hat sie wahrscheinlich nicht. Aber kann sie sich hier umarmen? Sie muss ganz dringend aufs Klo. Ja, dann geht sie jetzt noch aufs Klo und dann werden wir mal schauen. Dann wird sie heimgehen. Es ist schon 1.25 Uhr und ja, sie hat Blase und sie muss dringend ins Bett und muss sie morgen wieder arbeiten? Nein, beginnt in 2 Tagen. Dann können wir ja dann später mit ihm. Wieso gehst du nicht aufs Klo? Er geht jetzt auch heim. Tschüss, Konstantin. Und wir gehen auch heim. Und wer bist du? Maurice Lamberts? Was machst du hier, du Kleiner? Wo sind denn deine Eltern? So, sie möchte mit ihrer Mama freundlich sein. Das machen wir jetzt auch. Noch schnell freundlich, Smalltalk. Frag sie mal nach dem Tag. Wenn sie das gemacht hat, geht sie auf Toilette.
Unser Klo ist weg. Ach du liebe Zeit, wo ist denn unser Klo hin? Wir haben kein Klo mehr, also stopp. Ich muss kurz ins Baumenü. Wir haben kein Klo mehr. Wir nehmen mal das Klo. So, jetzt haben wir ein Klo wieder. Und diese blöde Spinnewebe kriege ich immer noch nicht weg. So war sie jetzt. Ja, sie war freundlich zu ihr. Und dann können wir Feuer löschen. Ich wollte eigentlich diese Ängste wegkriegen. Klatsch. Wieso haben wir denn hier so ein Dings? Ich glaube, wir müssen das mal pflastern. Jedes Mal klatschen die dahin. So, also auf Toilette muss sie gehen, duschen muss sie gehen. Und dann soll sie tatsächlich ins Bett gehen und schlafen. Und wir sehen uns dann, wenn sie am nächsten Morgen wieder aufgewacht ist. Dann werden wir unsere Aufgaben erledigen und dann werden wir mit unserem Prinzen, unserem Konstantinopel, werden wir dann mal nach, also mit den Hunden in den Hundepark gehen und dann noch ein paar hoffentlich kennenlernen. Guten Morgen, unsere Margret ist wach, es ist Sonntag, 7.42 Uhr. Ausgeschlafen ist sie noch nicht wirklich, aber sie ist total selbstsicher. Sie hat ihre Angst besiegt, das ist toll und sie möchte mit dem Marc plaudern. Vielleicht nehmen wir dann den Marc auch mit und sie muss ihren Hundeli baden. Ja, mit denen machen wir heute einen Ausflug, einen Sonntagsausflug und nehmen dann vielleicht doch beide mit, wenn sie mit dem Marc plaudern möchte. Ja, und ich drück mal auf Play. Es ist übrigens Sommer. Was möchtest du machen? Hochheben. So, hier haben wir wieder Ratten. Weiß nicht, wo die plötzlich wieder herkommen. Da müssen wir mal hier alles aufräumen. Und unser Klo ist natürlich hier auch weg. Da müssen wir dann auch noch ein neues machen. Wenn sie dann mal auf Arbeit war, müssen wir hier wieder ein neues Klo hinmachen. So, aber als erstes, Margret, bevor du was isst. Nee, geh erst mal frühstücken. Haben wir denn da noch was im Kühlschrank? Ja, nimm mal Reste. Und wenn du das gemacht hast, gehst du zu deiner Mama ans Grab. Ich tue jetzt hier auf Nougat klicken. Und da soll sie die Inschrift lesen. Unser Karl ist draußen, dem geht's gut. Der ist sehr glücklich, sauber und zufrieden. Mit dem können wir mal Kontakt knüpfen. Und zwar streichel ihn mal, putze ihn mal. Und dann kannst du noch mal umarmen. Der Stall, den machen wir sauber. Können wir ihnen ein Leckerchen geben? Nein, ich glaube nicht, genau. Ja, dann soll sie das erstmal machen. So, sie ist jetzt am Grab ihrer Mama. Wir müssen da mal irgendwie noch ein Bäumchen pflanzen. Vielleicht finden wir ja heute, wenn wir unseren Ausflug machen, eine Frucht, die wir dahin machen können. Oh je, wie siehst du aus? Dich müssen wir auch noch baden. Bevor wir gehen, denn so einen Dreckspatz können wir nicht mitnehmen. So, wie gesagt, unsere Mama, ich gucke gleich nochmal, unsere Mama, die bleibt morgen noch und dann, das ist ganz gut, da gehen wir den ersten Tag auf die Arbeit, da kann sie sich dann um unsere Tiere in der Zeit kümmern. Wie gesagt, wir haben Sommeranfang, alles ist wunderschön. So, jetzt hör mal auf, mit der Mama zu plaudern, du bist jetzt fertig mit Essen. Kümmer dich mal um deinen Karl. Nee, die ist doch nicht fertig mit Essen. Schafft sie noch einen Teller weg? Düstere Präsenz. Ja, es liegt eine düstere Aura in der Luft. Ein unerwarteter Gast, jetzt ist es weg. Köstliche Kost, sehr schön. So, sie geht jetzt zum Karl und putzt den. Und wie gesagt, du putzt hier, das ist auch nicht schlecht. Dann kannst du unseren Juicy baden. So, dann gucken wir mal unser neues Ding. Das ist ausgezeichnet, genau. Und das haben wir auf Blopsy angeboten. Ich hoffe, da gibt es bald Geld. Müde ist er. Na toll. Ein experimentelles Gericht, Essen und Lernen. Okay, da müssen wir in ein Restaurant gehen. Einen Mega-Vital-Dünger haben wir bekommen. Super. So, können wir Futter auffüllen und dann können wir Marc ruft an. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Konstantinopel angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, finden wir auch. Aber schön, dass du das toll findest. Da scheint er nicht sauer zu sein. Unser kleiner Kelly, der rennt da in diesen zum Stall. Der flitzt hier ganz schön wild durch die Gegend. Süß. So, kannst du ihn jetzt baden? Machst du das jetzt? Ja. So, Josie wird gebadet. Und jetzt musst du dich aber beeilen, sonst haben wir wieder den ganzen Vormittag vertrödelt mit Aufgaben. Scheren musst du nämlich deinen kleinen Karl auch noch. Naja, so klein ist er nicht. Wie der hier sitzt. Süß. Hallo, Kleiner. Oh Gott, ist der putzig. Die nehmen wir natürlich mit zum Ausflug. Da können wir mit denen ein bisschen diesen Park, diesen Hundepark austesten. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Und die Mama kümmert sich um ihn. Ach, wie süß. So, jetzt ist aber hier nochmal dieses düstere Zeug. Was ist das? Ja, es liegt düstere Aura in der Luft. Dieser unerwartete Gast hat eine Menge Gepäck mitgebracht. Oh, ja, grüß dich. Wie geht's dir denn?
Hallo Konstantin. Konstantin findet Margret klasse und möchte beste Freundin werden. Na klar, natürlich. Wieso hast du ein gebrochenes Herz? Wir werden ihn mal zur Runde hinzufügen. Und er läuft ihr gleich hinterher. Und Margret hat einen guten Ruf bekommen. Ach, wie schön, schaut mal, wie der hinterher rennt. Sind soeben gute Freunde geworden. Ach, ist das herrlich. Konstantin, du bist ein Schatz. Ich freue mich da so. Wir könnten ihm die Wohnungsschlüssel geben. Ach komm, das machen wir auch. Oh Gott, jetzt ist der nächste dreckig. Aber das ist jetzt wurscht. Konstantin, ich wollte mit dir gerne... Wohin reisen? Kommst du mit? Ich muss aber erst meinen Karl noch scheren. Konstantin ist traurig. Okay, warum, Konstantin, warum bist du traurig? Karl scheren, was machst denn du? Wieso bist du auch traurig? Nee, du bist ja gar nicht traurig. Wir machen einen Ausflug, Konstantin. Da geht's dir dann wieder besser. So, wir haben 6-mal weiße Lama-Wolle. Das ist sehr schön. Du kriegst noch eine schöne Umarmung, Karl. Das war toll von dir. Und jetzt müssen wir noch unseren kleinen Spatz baden. Unsere Kelly. Kelly, komm, schnell noch baden. Und dann gehen wir aber los. 13.04 Uhr. Wahnsinn. Unser Konstantin ist noch da. Wir sind auch zu einer Runde zusammengefügt. Finden die sich eigentlich immer noch? Beziehung? Sim-Profil? Also, es ist ein Freund. Das ist ein guter Freund. Er ist Schlüsselbesitzer. Sie sind beste Freunde. Sie sind sehr gut kompatibel, Nachbar und als normal empfunden. Freundlicher Rat, tiefe Verbundenheit haben die beiden. Das ist toll. Und er hat einen Highschool-Abschluss. Und mit dem Marc, da ist eigentlich nichts so allzu normal empfunden. Was hat sie denn bei dem Konstantin rausgefunden? Ein Merkmal hat sie beim Marc und hier. Oh, da hat sie sogar schon rausgefunden, familienbewusst und aktiv. Und er kommt immer und besucht sie. Sie ist zwar total müde, aber wir werden trotzdem verreisen. Was ist das hier? Flauschige Lama-Umarmung. Es ist so flauschig, dass ich gleich weinen werde. Ach, wie süß. Und jetzt möchte sie mit dem Konstantin plaudern, von sich aus. Ach, wie schön. Ihr zwei, hm? Was hat sie hier ansehen? Sie möchte da was ansehen. Das brauchst du jetzt nicht. Wir reisen jetzt mal und wir nehmen natürlich unsere Hunde und unten Konstantin mit. Er hat gerade noch an sie gedacht. Und wir gehen auf den Welpenpark, nehmen natürlich unseren Konstantin, unseren Kelly und unseren Juicy mit. So, wir sind hier angekommen. Der schaut ja fesch aus. So, auf geht's. Habt viel Spaß, ihr zwei. Oje, Margret ist krank. Aber hatte die nicht irgendwas in ihrem Inventar? Nein, sie hat nur Wellnesshappen. Okay, aber hier kannst du keine Medizin kaufen. So, kommt, wir gehen mal hier rein. Da können wir mal hier Schüssel füllen. Ach Gott, der hupft da schon von sich aus drauf rum. Ach Gott, ist das süß. Können wir hier durch Hindernisparcours laufen? Einmal mit Kelly. Und wer bist du? Können wir mit dir Freundschaft schließen? Romeo. Die freundlichste Art, sich vorzustellen. So, sie läuft jetzt mit ihm durch den Hindernisparcours. Ich bin mal gespannt, wie viele Fehler er macht. Aber ich meine, das ist ja das erste Mal, ne? Super, weiter geht's. Oje, ihr geht's gar nicht gut. War das jetzt richtig? Nein, einen Fehler hat er gemacht. So, da muss er durchhupfen. Ich glaube, das hat er gemacht. Oder ist er daneben vorbeigehupft? Nein, wir haben keinen Fehler. Oh, der andere ist weg. Schade. Können wir uns nicht mehr freundlich vorstellen. Naja, gut, okay. Nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Kelly hat den Parcours mit einer Zeit von 27 Minuten und 2 Fehlern bewältigt. Okay, ist doch aber nicht schlecht. So, dann machen wir den Parcours noch mit unserem Juicy. Unsere Mama rennt uns auch ständig hinterher, oder? Aber wo ist denn unser Konstantin hin? Ach du je, ein Wolf. Oh Gott. So, jetzt hör mal auf mit Plaudern. Mach mal mit dem Juicy noch den Parcours. Weil wir müssen wahrscheinlich dann gleich ein bisschen schlafen. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich den anrufen kann. Ach, weil wir ein gesellschaftliches Ereignis haben, können wir nicht reisen. Naja, gut, okay. So, einen Fehler haben wir schon. Oh je. Aber dafür hat er den gut gemacht, glaube ich. Eingehender Anruf. Margareta, was ist denn? Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Mama, du bist bei uns zu Besuch und außerdem, schau mal, wie alt ich schon bin. Nein, ich denke, das ist keine gute Idee. Du wirst bald Oma. Also, Seniorin. Meinst du, ich denke, du hast recht. Okay.
Gut, sie hat hier eine Freundin gefunden, die Lara Bailey. Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch ein paar Hunde treffen können. Sind da Hunde? Da. Die freundlichste Art, sich vorzustellen. Probier das mal bitte. Hör mal auf, mit ihr zu plaudern. Von mir aus, gib ihm ein Leckerchen. Nicht schlecht. Oh, er hat länger gebraucht, 43 Minuten. Kannst du dich jetzt ihm mal vorstellen? Vielleicht haben wir dann noch einen Freund, denn wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Freunde, Tierfreunde. Kim Villarreal, die will Botengängenhilfe, okay. Und sie möchte schlafen. Sie hat soeben mit Dian Freundschaft geschlossen. Das ging aber schnell. Tatsächlich 4 von 5. Ja, super. Und kannst du das hier auch noch machen? Die freundlichste Art, sich vorzustellen. Geh mal noch nicht schnell heim. Tu dich mal hier auch noch freundlich vorstellen. Vielleicht haben wir es dann geschafft. Vielleicht klappt das bei ihm auch. Hey. Und jawohl, Meilenstein erreicht. Wie klasse. Sie haben Freundschaft geschlossen. Wie cool. Kannst du denn auch Kumpel werden mit ihm? Nein. Aber gut, das können wir ja dann später noch machen. 5-mal Liebe spüren und 4-mal Fehlverhalten korrigieren. Wir haben einen Meilenstein erreicht und das ist super. Das ist alles eigentlich super gelaufen heute. Hat mir richtig gut gefallen. Ich werde jetzt heimreisen mit ihr. Der Konstantin ist noch angeklickt. Wo der gewesen ist, weiß ich nicht. Wir nehmen natürlich unsere Tiere wieder mit. Und Konstantin können wir auch wieder mitnehmen. So, wir sind wieder da. Konstantin ist auch da. Sie möchte Schach spielen und so weiter. Natürlich, sie ist total glücklich. Schaut euch das mal an. Wie toll. Das war ja ein wundervoller Ausflug. Ich werde jetzt mit dem Konstantin noch einmal 3 freundliche Aktionen machen, ein von Herzen kommendes Kompliment machen, dann über Interessen reden, ganz allgemein, und dann werden wir ihn noch kennenlernen. Okay, und dann machen wir noch 3 romantische Sachen. Und zwar machen wir da ein Kompliment übers Aussehen, dann fragen, ob er Single ist, hatten wir ja schon. Wir können noch mal die Nummern austauschen, noch mal überprüfen, ob das wirklich alles richtig gelaufen ist. Und die letzte hebe ich mir auf, für wenn die damit fertig sind. Wie wunderschön die Landschaft hier ist. Und Margret spielt mit den Hunden, süß. So, jetzt kommt die romantische Nase. Und sie hat herausgefunden, dass er kreativ ist. Das heißt also, ich glaube, sie hat jetzt alle Merkmale von ihm rausgefunden. Tatsächlich alle 3 Merkmale gefunden. Also die kennen sich schon richtig, richtig gut. Was haben wir hier? Immer noch tiefe Verbundenheit. Super. So, sie tauschen jetzt noch die Nummern aus. Okay, und jetzt, nee, mach mal Stopp. Und eine Aktion haben wir noch, und zwar Romantik. Mach noch mal ein Kompliment übers Aussehen. Eine Liebesleiste haben sie noch nicht. Mal schauen, ob das klappt. Ja. Sie haben jetzt eine Liebesleiste. Ja, wow, Wahnsinn. Gut, aber ihr Lieben, sie ist total müde. Sie muss jetzt auf jeden Fall erstmal auf Toilette. Stopp, geh mal nicht ins Bett. Du musst auf Toilette wie ein Champion pieseln. Dann hat sie Hunger. Dann soll sie mal noch einen Obstsalat machen. Da haben wir sogar alle Früchte da. Und dann soll sie ins Bett gehen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Unsere Hunde sind schon wieder dreckert, na toll. Wie gesagt, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.